Wenn ich diese Grundrechenoperationen jetzt mische, wird es spannend. Wenn da steht 2 mal 3 plus 4, ich habe das da schon ganz nett hingeschrieben, was man ahnen kann, was ich damit meine. Üblicherweise gilt Punktrechnung vor Strichrechnung. 2 mal 3 gibt 6 plus 4 macht 10 in der Reihenfolge und nicht 2 mal 3 plus 4 so rechnen, dass Sie sagen, oh, 3 plus 4, ja, das sind 7 und 2 mal 7 sind 14. Den bitte nicht, sondern Punktrechnung vor Strichrechnung. Das Gleiche mit geteilt, das Gleiche mit Minus. Erst die Punkte abarbeiten, dann die Striche abarbeiten. Hat man sich so überlegt über die Jahre, dass das ganz nett ist? Das ist nicht naturgegeben, dass man Punkt vor Strichrechnung macht. So wie links fahren, rechts fahren. In der Mathematik fährt man rechts sozusagen und macht erst die Punktrechnung und dann die Strichrechnung. Wenn Sie was anderes haben wollen, müssen Sie klammern. Sie können schreiben 2 mal Klammer auf 3 plus 4. Damit sagen Sie, ah, bitte erst das in Klammern und dann den Rest. Also hier erst die 3 plus 4 macht die 7 und dann 2 mal die 7 macht 14. Wenn ich das haben will, muss ich Klammern setzen. Damit bestimme ich die Reihenfolge oder überschreibe ich sozusagen die Reihenfolge. Ich setze diese Regel außer Kraft, Punktrechnung vor Strichrechnung. Erst das in Klammern. Natürlich können Sie Klammern mehrfach setzen. Vielleicht fange ich auch schon mal an, mit Symbolen hier zu schreiben. Wenn Sie sowas haben wie a mal 4 plus b mal x plus 7 mal 3. Diese Symbole, die hier auftauchen, nehmen Sie die als Freundin. Das ist nichts zum graue Haare kriegen. Die Symbole stehen einfach nur für Zahlen, die ich nicht kenne oder die ich zu faul bin hinzuschreiben. Stellen Sie sich vor, hier stünde noch Pi plus, dann bin ich einfach zu faul, 3,14 und so weiter da vorne hinzuschreiben. Stattdessen schreibe ich Pi. Also es gibt einmal solche Symbole, die feste Bedeutungen haben und ich nur zu faul bin, es auszubuchstabieren. Oder das Blatt so kurz ist, Pi ist gleich 3,1415 und so weiter. Es wird ein bisschen länger, bekanntermaßen. Das ist eine Art von Symbolen. Eine weitere Art von Symbolen sind irgendwelche Konstanten, die ich einstellen kann. Sie bauen vielleicht eine Maschine und haben, das ist die Betriebstemperatur, das ist der Füllstand des Tanks, wie auch immer. Und dann gibt es andere Größen, die Sie vielleicht wissen wollen. Wie schnell fährt das Auto? Also es gibt verschiedene Sorten an Größen, die da vorkommen und alle mit Buchstaben belegt werden. Im Endeffekt sind diese Buchstaben aber Zahlen. Und das heißt, ich darf mit diesen Buchstaben rechnen, als ob es Zahlen wären. Ich führe das auch ganz oft in der Veranstaltung dann so vor, dass ich dann sage, okay, stellen Sie sich vor, da stünde wirklich 7, 11 und 13. Und jetzt gucken Sie sich an, was mit diesen Zahlen passiert. Und nachher schreiben Sie wieder ABC rein. Nichts anderes kann passiert sein. Also notfalls denken Sie sich statt der Symbole wirklich Zahlen. Ich wollte eigentlich was zu den Klammern erzählen. Mehrfachklammerung, das heißt die innere Klammer zuerst, erst den ausrechnen. Sie sehen, ha, jetzt kann ich nicht ausrechnen, weil ich kenne A nicht, ich kenne B nicht. Das bleibt so stehen. Mal X, da kann ich jetzt vielleicht was in Anführungszeichen ausrechnen. Das würde sich schimpfen ausmultiplizieren. Das X-fache dieser Zahl, die da rauskommt, vielleicht auch mal wieder ein Beispiel, wenn da stünde 11 mal 4 plus 13 mal 7. Wenn a gleich 11 wäre, wenn b gleich 13 wäre, wenn x gleich 7 wäre, was würden wir dann tun? Dann hätte ich das hier vorne ausgerechnet, gäbe mir 44. Und jetzt hätte ich 44 plus 13 mal 7. 44 plus 13 mal 7 ist nichts anderes als 44 mal 7 plus 13 mal 7. Wenn Sie die beiden zusammenzählen, so und so viel, den und den, so und so viel zusammen mal 7, haben Sie nichts anderes, als ob Sie erst 44 mal von der 7 nehmen und dann 13 von der 7 nehmen. Stellen Sie sich vor, da stünde keine 7, sondern da stünde eine Orange. 44 plus 13 Orangen sind 44 Orangen plus 13 Orangen. Das nennt sich Ausmultiplizieren. Das hat auch noch einen offiziellen Namen, Distributivgesetz. Da kommen ich oder die Kollegen, wer auch immer, kommt dann später drauf, auf die Profinamen dazu, ausmultiplizieren. Ich darf ausmultiplizieren, wenn ich so eine Summe habe. Das gleiche mit einem Minus. Wenn ich von der 44 erst 13 abziehe, mal 7, dann kann ich 44 mal 7 minus 13 mal 7 rechnen. Dasselbe mit einem Minus. Das ist ein wesentlicher Zusammenhang zwischen Mal und Plus, zwischen Multiplikation und Addition, dass man ausmultiplizieren darf. In diesem Fall kriege ich jetzt also raus, ich arbeite jetzt mal mit meinen Symbolen hier weiter, nicht mit den Zahlen. Dann habe ich hier also a mal 4 plus b mal x. Das wollte ich eigentlich ausgerechnet haben, aber was ist das? Das ist a mal 4 mal x, den ersten Teil mal x, plus b mal x, den zweiten Teil mal x. Was ich eben mit den Zahlen gemacht habe, mache ich nun mit den Symbolen
Selbe Rechenregel. Die Symbole sind ja Zahlen, aber ich schreibe die Zahlen nicht hin, weil ich zu faul bin oder weil ich sie nicht kenne oder weil ich sie nachher einstellen möchte, die Zahlen. Also, wesentliche Geschichte, ausmultiplizieren, um solche Formeln zu verarzten, in irgendeine Richtung umzuformen. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Jetzt steht da drinnen, hier, für das Unterstrichene, a mal 4 mal x plus b mal x. Also, a mal 4 mal x plus b mal x ist der unterstrichene Teil. Als nächstes muss ich rechnen, plus 7, kommt Klammer zu, mal 3. Ich arbeite mich jetzt hier durch. Ich habe diese Klammer aufgelöst, die Klammer mal x aufgelöst. Das war a mal 4 mal x plus b mal x. A mal 4 mal x plus b mal x. Und der ganze andere Kram bleibt noch zu machen. Plus 7, Klammer zu, mal 3. Plus 7 mal 3. Hier kann ich auch nichts mehr retten. Ich weiß nicht, was b ist. Ich weiß nicht, was x ist. Plus 7. Was soll ich damit machen? Das bleibt so stehen. Aber mal 3 könnte ich notfalls noch ausführen. Alles mal 3. Dieses mal 3, dieses mal 3, das mal 3. Macht a mal 4 mal x mal 3 plus b mal x mal 3 plus 7 mal 3. Dies mal 3, b mal x mal 3, 7 mal 3. Ausmultiplizieren mit 3 Summanden. Das haben Sie eben schon gelernt. 3 Summanden sind das hier, drei Sachen, die addiert werden. Dasselbe Verfahren. Jetzt kann ich sogar ausrechnen, 7 mal 3 sind netterweise 21. Hier kann ich auch ein bisschen was tun. Was kann ich da tun? Was auch immer a ist, nehme ich mal 4 mal x mal 3. Wie kann ich das schöner schreiben? 12ax. Das sind dann gleich mehrere Gesetze in Aktion. Assoziativgesetz und Kommutativgesetz kommt später dran. Erstmal wichtig, dass man das aus dem Gefühl heraus richtig kann. Bei der Multiplikation dürfen Sie die Faktoren hier beliebig umsortieren und in beliebiger Reihenfolge rechnen. Das gleiche bei der Addition, beliebig umsortieren, beliebige Reihenfolge. Ich rechne erstmal 4 mal 3, weil dann die schöne Zahl 12 rauskommt. A mal x stelle ich zusammen nach hinten. Wenn da wieder Zahlen stünden, ist das hoffentlich einleuchtender, wenn da stünde 5 mal 4 mal 7 mal 3. Dann ist hoffentlich einleuchtend, dass ich auch rechnen könnte 4 mal 3 mal 5 mal 7 in der Reihenfolge, dass ich einfach umtausche. Die 3 nach da, die 7 nach da, die 4 nach da, die 5 nach da. Und dann steht da tatsächlich 12 mal 5 mal 7, wie diese 12ax. Für direkt hingeschriebene Zahlen ist das meist einfacher zu verstehen.